St. Karla Kirche in der Gospelkonzert stattfindet. Maria Alfendorf. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Die Kraft hat, auch die Schwierigkeiten in sich aufzunehmen.
beruht. Der Prophet Jesaja weist sich vom Herrn zum Volk gesandt in einer Zeit der Not als Botschafter der Hoffnung. Wir feiern in einigen Tagen das Fest der Geburt Christi. Und das ist das Zeichen, worauf unsere christliche Hoffnung auch beruht. Gottes Sohn ist Menschensohn geworden, ist unser Bruder geworden, teilt mit uns unser menschliches Leben. Herr Katzendorf, recht herzlich willkommen heißen Sie, liebe Damen und Herren, unseren Chor. Bereits zum zweiten Mal findet das Advent-Gospelkonzert statt. Und ich freue mich, dass es so großen Anklang findet. Es ist schön für mich, ich freue mich, dass er miteinander möglich ist. Wir wünschen Ihnen noch viel Vergnügen mit dem Vienna International Gospel Choir. International Gospel Choir, heißen Sie ganz herzlich willkommen. Zunächst einmal, was ich gesehen habe, dass mitunter einige Leute hinten stehen. Wenn es Ihnen gemütlich ist, passt das. Sie können jederzeit, wir haben da vorne hier noch ein paar Plätze, es gibt auf der Seite noch ein paar Plätze, Sie können gerne vorkommen und sich gemütlich machen. Wie schon gesagt, es ist Gospel Choir und Gospel Konzerte heißt immer viel Bewegung. Wir ermutigen Sie ganz besonders heute Abend. Gehen Sie noch mit, klatschen Sie noch mit, singen Sie noch mit. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen gern aufstehen dabei, bitten wir darum, wir freuen uns umso mehr. Gerade wenn es vielleicht auch nicht unbedingt immer ganz wirklich so kuschelig warm wird. Wenn wir uns bewegen, wird es uns kuschelig warm werden heute Abend. Also ganz eine besondere Ermutigung da dafür. Just a
biografisch, auf eine Reise historisch, emotional und spirituell. So wie wir im Englischen bei uns oft reden von der Spiritual Journey, wie Sie es dann oft auch vielleicht schon mal gehört haben. Geografisch geht es, wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, den weiten Weg genommen haben, nach Israel hinein. Und wie Sie es bereits gehört haben, haben wir schon über den Jordan River gehört von dem Ganzen. Historisch sind wir noch weit jetzt im Alten Testament, als Moses und danach auch Joshua dann weitergehen. Wenn wir sagen emotional, dann ist es dieses Ansprechen zunächst einmal aus dieser negativen Stimmung, aus einem Leid, Trauer, Depression hin zu der Freude. Und im gleichen Sinn spirituell wollen wir sie auch auf diese Reise führen, von diesem ungewohnten Sein über Gott, Jesus zu sprechen, was man bei dem Ganzen fühlt, und um das Ganze zu kanalisieren, wo es uns schlussendlich hinführen wird. Gut, und
dann machen wir das gemeinsam. Ja, okay. Thank you.
Und jetzt ist der Moment gekommen, wo sie unbedingt aufstehen müssen. Nachher dann, sie brauchen nur einen jetzt. Erst wenn sie das fühlen, jetzt geht's los. Und das ordentlich mitklatschen, mittanzen, mitsingen. Ich werde die Kommandos schon geben, lassen Sie sich nicht treiben. Thank you.
falls Sie irgendein Übersetzungsproblem heute am Abend haben. Es ist eine wunderbare Gelegenheit. Ja, und damit kommen wir bereits zum Ende unseres ersten Teils und sehr weit schon für unsere spirituellen Reise. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch viel weniger nachher dann reden und erklären zu dem Ganzen. Jetzt geht es einfach um viel Freude, um viel Glück, die wir mit dieser Musik empfinden, wenn wir zusammenkommen auch. Und wir kommen damit auch in die Weihnachtszeit zu unseren Weihnachtsliedern. Und da geht es uns eigentlich nur darum, ein paar Sachen vielleicht zu erinnern. Dass Sie hören es ja immer wieder, Weihnachten, es geht nicht um die Geschenke, es geht ums Geben. Weihnachtsgeschenken, Weihnachten geht nicht darum, bei möglichst vielen Wunschständen den Abend zu verbringen, sondern mit möglichst vielen Leuten Freude zu erleben, sich auszutauschen, Gemeinschaft zu erleben, Freundschaften zu pflegen. Und in diesem alten englischen Weihnachtslied, Sie werden es drinnen so ein bisschen was hören, Angels We Have Heard on High, aber unsere Dirigentin und Leiterin, die Selina Duncan, hat es mit einem gewissen Twist, hat sie dann noch einiges dann dazu geliefert und das möchten wir Ihnen jetzt gerne mit anbringen. Thank you.
Gerhard Miesing mit einem Gedicht zur Adventszeit. Besinnung. Draußen ist nun Winterzeit. Weich der Schnee vom Himmel fällt. Auf Baum und Strauch, im weiten Raum, im Silberspuke steht die Welt. Nun ist es Zeit, sich zu besinnen. Lass gläubige Bereitschaft bei dir ein. Allen Unrat kehr vom Herzen. Lass nur mit Liebe Frieden sein. Und was vor 2000 Jahren geschah in einer Wüstenstadt, lasse Barmherzigkeit heute walten, noch sind nicht alle Kinder satt. Mit Freude geh dem Herrn entgegen, schließ keinen Menschen unwirsch aus. Alle, die auf deinem Wege, lad ein sie heute in dein Haus. So ist der Herr wohl eingekehrt, zu dir daheim, es ist kein Traum. Denn wo Barmherzigkeit noch zählt, den stellt Sterne am Weihnachtsbaum. Thank you.
Thank you.
this little light of mine. Sie können gern stehen bleiben, es geht eben Vielleicht habe ich nicht verstanden.
Also, aber das ist ein guter Hinweis noch einmal. Geben Sie nur fleißig und kräftig für die wunderschöne Kirche. Aber für Schülerinnen eingeladen, wir machen es jetzt ganz, ganz schwer für Sie. Wir singen nur die erste Strophe. Aber wir singen die erste Strophe in Englisch. Für das International Chor und Orchester, das alle mitsingen können. Dann in Deutsch. Und dann in jeder Sprache. Also sprich, jeder von unseren Chorsängern, der es in seiner eigenen Sprache kennt, wird danach dementsprechend in seiner, in ihrer Sprache singen. Stille nach Teilen ganz besonders, singen Sie alle mit. Wenn Sie auch noch andere Sprachen aufzuwarten haben, singen Sie mit. Sie können mir auch vorkommen, wie Sie wollen. Singen Sie einfach mal. Thank you.
Right here. Oh, okay. I'm gonna let it shine. This little light.